Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gamescom-Video. Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass wir das hochladen werden. Es hat allerdings alles nicht so gut geklappt, wie wir das wollten. Wir konnten im Hotel nicht hochladen, sonst hätten wir es ja direkt schon hochgeladen. Daher haben wir uns entschieden, das wieder zu Hause zu machen, wenn wir zu Hause sind. Und hatten dann aber, als wir nach Hause gekommen sind, so extrem viel um die Ohren, dass das jetzt alles etwas verspätet kommt. Wir konnten leider nicht so viel filmen, wie wir filmen wollten. Deswegen werden wir das in zwei Teile einteilen. Einmal in den ersten Tag mit der Anfahrt und der Ankunft und was wir so am ersten Tag in Köln gemacht haben mit unseren Kollegen. Und dann halt noch das, was wir alle auf der Gamescom erlebt haben, in einem zweiten Video. So, ja, das hier ist der erste Tag mit der Ankunft. Ihr seht das Ganze zu Anfang aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Perspektive von Erisok und McKniper und einmal aus unserer Perspektive. Allerdings sind das nur ein paar Videos, denn dann führt das Ganze schon so weiter, wie wir es dann zusammen erlebt haben. Ja, deswegen will ich euch hier auch gar nicht lange aufhalten und wir starten hier direkt mit der Begrüßung von Erisok und McKniper. Servus, Servus, Freunde, und Freunde, willkommen zum Videolog. Hör auf, mir nachzuquatschen, du kleine Kacknase. Wir starten unser Videolog für die Gamescom 2013. Wir sind jetzt noch zu Hause und werden gleich losstarten. Und in Köln treffen wir dann die Jungs von Jump In Games, nämlich den Jan und den Alex. Und damit wird es ziemlich abgehen. Grüße an euch, Jungs, wir sehen euch gleich. Wir freuen uns schon. Ja, ich würde sagen, das war's fürs Erste und wir sehen uns dann im Auto wieder. Bis dahin. Okay, ciao. Okay, ciao. Ja, so viel zu der Begrüßung von unseren beiden Kollegen. Und dann kommen wir auch direkt schon zum Anfang unserer Aufnahmen. Wir saßen dann schon im Zug und haben dann da angefangen aufzunehmen. Wir waren allerdings nicht alleine im Abteil, deswegen haben wir auch nicht so laut geredet. Und kombiniert dann mit der Audioqualität unserer HD-Kamera ist der Ton nicht so prickelnd geworden. Wir hoffen, es gefällt euch trotzdem. Schaut euch einfach an. Ciao, ciao. Jo, hallo liebe Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Gamescom. Endlich ist es soweit. Ja, wir haben uns auch schon mit genug Reisestoff ausgestattet. Wir haben ja eine ziemlich lange Fahrt vor uns. Bis nach Köln, ich glaube 7 Stunden sind das, glaube ich. Das ja auch noch und wir haben auch noch einen Gamescom-Guide. 7 Stunden sind das, glaube ich. Und ja, das ist jetzt so der erste Eintrag von unserem Videolog. In erster Linie für unsere Abonnenten, natürlich aber für alle sonstigen Daheimgebliebenen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, wir kommen so um 15 Uhr am Bahnhof in Köln an. Da werden wir dann von unseren lieben, geschätzten Kollegen und Freunden Erisok und McKniper abgeholt und wir treffen noch allerhand andere nette Leute, Arnit, Ridiculine, Fabrizio und die ganzen anderen halt. Genau, und viele andere Leute. Das ist bestimmt lustig. Wir werden alles auf Video aufzeichnen. Genau. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Währenddessen in einem Auto auf dem Weg nach Köln. Lass es nicht aufnehmen. Lass das! Lass das nicht aufnehmen. Navigationssystem erscheint, wir brauchen nur 42 Minuten. Also zu fahrenden Kilometer, wir fahren 62. 13:55 Uhr ist unsere Ankunftszeit. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen da noch eine Stunde auf Jan und Alex warten, bevor okay. Die Begrüßung stattfinden kann. Auf der Domplatte. Auf der Domplatte. Bis dahin, okay, ciao. Okay, ciao. Okay, ciao. Ja, während die anderen beiden weiter in Richtung Köln düsten mit ihrem Opel Astra von Erisok, saßen wir dann endlich im ICE, den wir fast verpasst hätten, weil unser IC, der Intercity, Verspätung hatte. Aber wir haben es dann doch geschafft, Gott sei Dank, und haben uns dann die restliche Zeit in unserem die restlichen 2,5 Stunden in unserem ICE da mit allen möglichen Spielen auf Alex Nexus 7, dem Google Tablet, vertrieben. Zum Beispiel, wie ihr hier seht, Medal of Honor, ich weiß gar nicht, wie genau das hieß. Das gab es aber ursprünglich, glaube ich, für Game Boy Advance. Und Mario Kart 64, all solche lustigen Spiele. Und haben uns damit dann gemeinsam die letzten 2,5 Stunden die Zeit vertrieben. Und irgendwann sind wir dann noch in Köln angekommen, waren dann auch sichtlich froh. Und ja, dann stand dem Treffen mit unseren beiden Kollegen eigentlich nichts mehr im Wege. Leute, wir haben die Jungs von Jumping gerade getroffen, also gesehen. Aber die sehen uns noch nicht. Die sehen uns noch nicht. Jetzt kann es sein, dass er mich gesehen hat. Ja, warte, ich zoome mal eben dahin.
Da könnt ihr sie sehen. Da könnt ihr sie sehen, die beiden. Sollen wir mal hingehen? Wir stürmen jetzt dahin. Da, Jana, Alex hat gerade seinen Hut runtergezogen. Aber guck mal, die gucken voll in unsere Richtung, aber die sehen uns nicht. Ja, wir sind alle. Okay, also wir stürmen da jetzt hin. And go. Hallo! Sehen die uns? Ja, nachdem die beiden Halunken sich dann uns herangeschlichen hatten und wir uns dann hier mit Gruß und Kuss und allem, ihr wisst schon, begrüßt hatten dann endlich, weil es ja das erste Mal war, dass wir uns im Real Life sozusagen getroffen haben, sind wir dann hochgegangen aus dem Bahnhof unten raus und raus auf dem großen Domplatz vorm Bahnhof direkt am Dom und ja, da kommt dann auch schon von uns die nächste Aufnahme. So Leute, da sind die Bitches. Der Erisorg und der McKneiper. Juhu! Unbekannte Person, die ja eigentlich. Eigentlich kein Mensch. Ja, unglaublich. Die haben sich eben an uns rangeschlichen. Die miesen Säcke. Mies war das. Und sie haben uns nicht gesehen. Und wir sind hier direkt am Kölner Dom. Aber wir haben auch Attentäter. Da gerade aus dem Bahnhof mal kam. Auf der Map Dome. So, und wir überlegen jetzt, was wir machen. Und dann schauen wir weiter. So Leute, die Aufnahme ist jetzt wahrscheinlich nicht so geil, weil hier drinnen nicht mehr genug Licht ist. Aber ihr seht hier das Auto von Erisorg, ein Opel Astra. Hat hier der Erisorg und da seht ihr seinen Kofferraum, der etwas voll ist. Aber wir bekommen das da schon irgendwie rein. Es hat alles reingepasst. Tritt nochmal drauf und dann passt das. Okay, dann haut zu. Sehr gut. Passt. Ja, nachdem wir dann mit Ach und Krach alle unsere Koffer da bei Erisorg mit reingeprügelt hatten in seinen Kofferraum, der uns ja netterweise vom Bahnhof abgeholt hat, sind wir dann gen Hotel gefahren, in Richtung Hotel gefahren. Das war etwas außerhalb von Köln, in Frechen hieß das. Und ja, da folgt dann auch schon direkt wieder die nächste Aufnahme aus dem Auto, als wir auf die Autobahn gefahren sind. So Leute. Wir sitzen jetzt im Auto. Seht ihr mich? Ja, doch, sie sehen mich. Hallo. Wir sind auf dem Weg ins Hotel. Hallo. Der Eli fährt gerade. Ja, ich muss mich konzentrieren auch. Wir sind gerade aus Köln rausgefahren und müssen jetzt ein Stück über die Autobahn fahren und dann. Bis nach Aachen. Dann. Da sitzen die anderen Haloderis. Dann kühlt auch mein Motor mal wieder ein bisschen ab. Ja, sein Motor ist so ein bisschen über, 90 Grad. Wenn sich Erisorgs Auto. Irgendwann anhört wie ein dickes Motorrad, dann wissen wir, es stimmt irgendwas nicht. Ja, so war es bei mir, als der Zylinderkopf rausgeflogen ist. So, Leute, wir melden uns wieder, wenn wir beim Hotel sind. Ja, und mit diesem abschließenden Lied, wo ich hoffe, dass die GEMA hier nicht einschreiten wird, beginnen wir dann sozusagen den Sprung zum nächsten Video und zwar sind wir dann mit dem Auto bis zum Hotel gefahren und mussten das erstmal ein bisschen suchen, weil das so mehr oder weniger in so einer Art Industriegebiet da war, da wo die ganzen Mömer und Porter und so sind, aber gut, war halt auch ein extrem günstiges Motel und ja, sind dann da angekommen, wir konnten aber noch nicht einchecken, da die Rezeption nicht besetzt war und haben uns dann entschlossen erstmal zu Netto zu gehen und ein bisschen was einzukaufen und ja, da geht es dann hier direkt auch schon weiter. Hier sind wieder meine sexy Biester. Eine sexy Biester. Ah, das ist übrigens, unser Motel. Wir hatten ja übelst den Nachtflash, weil das ist echt... Eigentlich ganz cool, wenn man es mal so sagt. Ja, wenn man auf sowas steht. Auf Gestank und so. Aber ich meine, Hauptsache wir sind auf der Gamescom, ne? We love Gamescom! Wacke! YOLO! Wacke! So, wir werden überfahren, dann haben wir das hier nicht mehr, das Problem mit dem Hotel. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg einfach. Wohin wollen wir denn überhaupt? Zu Netto. Achso, hier ist irgendwo Netto? Ja! Ich kann doch jetzt nicht aufnehmen, wenn er aufnimmt. Dann nehme ich darauf, wenn du aufnimmst. Doch, können wir. Nachdem wir dann mal in Netto waren und uns mit dem Nötigsten versorgt hatten, haben wir dann noch kurz davor gechillt, noch einen Energy Drink getrunken, wurden von Wespen belästigt und ich habe ja so eine, sozusagen, man könnte schon fast sagen, Wespenphobie, also nicht ganz so extrem, aber ich mag die Viecher nicht.
Und ja, haben dann noch kurz gechillt auf dem Parkplatz und sind dann zurück in Richtung Hotel gegangen, da unsere Check-in-Time, also da die Rezeption dann wieder besetzt war und wir dann auch endlich einchecken konnten. Toll, sie ist reingeklettert. Was hat sie gemacht? Die Westen ist in meinen Drink reingeklettert und er sorgt wahrscheinlich. Nicht im Ernst. So. Ja, dann schütt so weit aus, bis die Wespe wieder rauskommt. Du behinderst dich doch nicht mehr, Alter. Wieso nicht? Du bist Gamer, du trinkst alles. Nein, so bin ich auch nicht. Jan, was tust du da? Oh Gott, noch eine. Nehmt sie! Soll euch dir gut! Was ist denn mit so Themen neben so einem verkehrten Rührer gemacht? Heul doch! Ich film gerade so ein bisschen falsch rum. Bei Alex ist eben der Träger gerissen vom Wasser. Wink mal, meine Mäuschen! Ich habe meinen eigenen Wasserträger. Ich bin Waterboy. Ja, ist doch schon das Waterboy-Grinsen. So Leute, da seht ihr meinen sexy Bunny. Das erkennt ihr jetzt wahrscheinlich schlecht, weil hier wieder beschissenes Tageslicht drin ist. Kannst du nicht mal dieses Rolodi? Ich habe Angst hier vor so. Das sind übrigens, ja, na mein Sister. Das hier sind übrigens dann so diese Let's Player-Suiten hier. Und hier ist unsere direkt daneben, da ist mein sexy Alex. Hallo! Und hier ist so eine Art Feuerausgang in die Wiesen. Da, wir sind ja nicht bei Netto. Wir waren eben bei Netto und da durften wir nicht filmen. Da wurden wir von so einem, ich sag mal, Nicht-Deutschen angemacht, der kaum unsere Sprache beherrschte. Guck mal, was ich für eine coole Maus dabei habe. Die ist ja pink. Das müssen geil, wir oder? Kurz festhalten. Das müssen wir kurz festhalten. Die ist pink. Die ist pink. No homo, no homo. So Leute, wir verabschieden uns wieder. Ich bin wahrscheinlich gleich mal mit der anderen Kamera weiter. Okay. Ja, so viel zu unserem Hotel. Nachdem wir dann unsere Koffer ausgepackt hatten und ein bisschen uns da eingerichtet hatten, soweit es ging, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir natürlich nicht den restlichen Abend dann da rumsitzen im Hotel, beziehungsweise im Motel, sondern dass wir nochmal nach Köln reinfahren und uns nochmal irgendwie was essen gehen und sowas. Und dann haben wir das Ganze auch getan, haben dann versucht, diese U-Bahn-Station da zu finden, beziehungsweise S-Bahn, U-Bahn, was auch immer da zu finden. Die war nämlich nicht direkt da irgendwo am Motel, sondern irgendwo von der Rezeption wurde uns beschrieben, sonst wo im Gebüsch. War letztendlich dann nicht so schlimm, aber dann zeigen wir euch jetzt erstmal den Weg dahin. Jo, liebe Leute, wir suchen, machen uns jetzt mal auf die Suche nach der U-Bahn-Station. Alle in Reihe und Glied. Hallo Magni. Hallo Alex. Hallo Eri. Hallo Alex. Hallo Jan. Hallo. Ja, wie gesagt, wir suchen jetzt die U-Bahn-Station, mit der wir hier in den nächsten Tagen zu Gamescom fahren und in die Stadt, wenn wir uns wecken wollen. Uns wurde gesagt, die ist irgendwo da ganz hinten, hinter Wald und Autobahn, yay. Ja, wir melden uns mal wieder, wenn wir da sind, ne? Haut da rein! Ja, als wir dann angekommen waren, das war, naja, doch ein kleines Stück, sagen wir mal 15 Minuten ungefähr, Fußmarsch, wenn man sich ein bisschen zügig geht. Als wir dann angekommen waren, kam dann auch schon direkt unsere S-Bahn in Richtung Innenstadt, in Richtung Domplatte und sind dann direkt eingestiegen, losgefahren und der nächste Abschnitt seht ihr dann, wo wir direkt wieder vorm Dom stehen, da am Bahnhof. Und ja, dann gebe ich mal das Wort weiter an sozusagen mein damaliges Ich. Hörst du uns überhaupt? Ja. Redet lauter. Hey, erzähl doch mal was. Unser erster Abend in Köln. Wir sind hier, wo auch so zum Beispiel Commander Keepers Abonnenten. Hui! Und auf der magischen Treppe, guck mal. Und wo Pong und so ihre Real-Life-Pong und so machen hier, da unten an der Treppe und all sowas. Weißt sehr du Bescheid? Sehr coole Location hier. Muss ich auf jeden Fall direkt am Hauptbahnhof, Dom, alles hier. Und wir überlegen jetzt gerade, wo wir was essen. Und trinken. Und was trinken gehen. Da ist ein McKniper. Da ist ein Erdisog. Hallo. Yay. Er will unbedingt zu dieser Köln 5 sonst was. Never ever, Alter. Voll drauf steht. Er ist ein Berlin-Tag- und Nachtkind. Da kriege ich keine 10 Pferdehähne an. Er hat sein Level up. Er ist nur ein Köln-Tag- und Nachtkind. Ja. Ja, egal. Ja. Wir können also da gleich mal gucken und dann können wir in der wunderschönen Bahn, in der wir dann absteigen werden, nochmal gucken.
Alles klar. Gut. Okay, ciao. Okay, ciao. Alles klar, Leute, ne? Ihr habt's gehört. Bis dahin. Ja, gesagt, getan. Da wir uns in Köln überhaupt nicht auskannten und wirklich nicht wussten, wo wir überhaupt hingehen wollen, haben wir uns dann einfach auf den Rat von anderen Let's Playern verlassen, und zwar auf den Rat von Pete's Meet, von Pete und von Brammen, die ja in dem Gamescom, wie heißt es, Gamescom TV-Dingens da gesagt hatten in Folge 2, dass Peters Brauhaus wirklich sehr gut wäre. Da sind wir dann auch kurzerhand hinmarschiert und haben da auch was gegessen, haben sofort einen Tisch bekommen. Ich muss sagen, es war auch wirklich sehr lecker. Preise sind okay, passt alles. Und ja, wie das da war, wird euch jetzt direkt nochmal erklärt. Und zwar von uns Vieren. So Leute, wir haben jetzt hier bei, wie ist das hier, Peters Brauhaus gegessen. Das kennt ihr vielleicht aus dem... aus dem Video von Pete's Meet. Gamescom Folge Nummer 2 wurde von Pete's Meet und Bram empfohlen. Wir hatten keinen Plan, wo wir hingehen sollten. Deswegen dachten wir mal, gehen wir hier hin. Und hier sind wir. So schaut's aus. So sieht's aus. Shit. So, jetzt haben wir nämlich ganz gut, wir haben jetzt ganz gut gegessen, müssen wir sagen. Wir hatten so, warte, ich dreh das mal. Wait a minute. Wir hatten so Schnitzel mit, zwei so kleine Schnitzel mit so Bratkartoffeln und Salat. Und ich glaube, unser Apfelstrudel kommt. Und jetzt kommt, glaube ich, gleich ein Apfelstrudel für Eri, Zock und mich. Weil wir sind voll die Apfelstrudel-Fans und mussten uns das jetzt noch gönnen. Wenn wir fertig sind, werden wir alle ins Hotel gehen. Gönnen wir uns, Eri? Wir gönnen uns heute richtig. Wenn wir fertig sind, werden wir erst wieder ins Hotel gehen und uns pendeln, denn wir sind da richtig kaputt eigentlich. Denn wir müssen morgen ganz gut zur Gamescom. Andere sind scheiße, morgen geht es richtig los. Morgen Abend werden wir, wie gesagt, mit ein paar Let's Player noch um die Häuser ziehen, die sich hier ein bisschen besser auskennen als wir, und freut euch drauf. Aber ich denke, wir müssen uns auch um die Videos kümmern, Jungs. Ja, wir müssen uns auch um die Videos kümmern. Wir stellen nachher im Hotel noch eine Liste auf, wo wir morgen überall hin müssen. Und ja, Leute, ich hoffe mal, euch hat so unser erster Tag gefallen, was ihr bis jetzt gesehen habt. Wir haben noch so mittel viel erlebt. Wir müssen aber gleich erstmal zurück nach Hause finden. Vielleicht kommt da noch ein Video von. Ja, wir haben schon ein paar andere Leute getroffen. Ja, das haben wir. Wenn wir uns verlaufen, kommt noch ein Video auf jeden Fall heute. Also wenn wir uns noch verlaufen jetzt auf dem Rückweg, dann kommt noch ein Video, weil dann wird das ein Hilferuf-Video. Sonst sehen wir uns morgen auf der Gamescom, Freunde. So sieht's aus. Oder nachher im Hotel noch. Ja. Genau. Da rein, Leute. Ich sag mir mal schon tschüss, bis dann. Okay, ciao. Ich sag euch nicht tschüss. Na gut, dann sag ich auch nicht tschüss. Ja, so viel dazu. Wir sind dann auch danach schon losgetrabt, nachdem wir irgendwie nach einer halben Stunde dann endlich bezahlen konnten. Sind wir dann losgetrabt, hatten uns erst ein bisschen verlaufen, weil wir so ein bisschen Orientierung verloren hatten, wo jetzt hier die nächste Haltestelle ist. Haben dann aber eine gefunden, waren aber dementsprechend alle schon sehr, sehr müde, weil wir halt auch alle ziemlich früh aufgestanden sind. Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht, wie ihr dann hier seht. Hi. Tu's nicht. Alles cool? Wir sind so müde! Und wir wollen schlafen, aber die Nacht, hey, ich bin nicht müde. Ach, aber die fährt nur. Ich passe mich nur den Gruppenzwang. Eri, bist du müde? Kaum. Und du, bist du müde, Magni? Das geilst du dich abwesend. Mach deinen Mund zu, das Herz wird kalt. Parallele Welt. Lustig. Schnell! Ich passe mich lediglich den Gruppenzwang. Da oben. Die nach Brechen, die ihr da seht, die in 12 Minuten auf Class 5 kommt. Ich hab das ist die, die wir nehmen müssen. Doch. Ja, das ist die 7, die nur bis Rudolfplatz fährt. Hey Leute, noch eine Frage, ne? Was denn? Was machen wir, wenn die gleich auf der anderen Seite kommen? Ja, Class 5 ist auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, ne? Nein. Ja, die fährt auch gerade bis Rudolfplatz. Aber nicht, muss doch hoffentlich sein. Ja, aber der doch, muss. Aber gleich viel, du Mann. Glaubt's mir, Leute, die verstehen überhaupt nicht. Bei der Flasche steht aber gleich 4. Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und das wollen wir an dieser Stelle auch tun. Wir hatten recht, der Isok hatte nicht recht, aber wir verzeihen es ihm, der war schon ganz müde. Die Bahn, mit der wir da überhaupt zum Neumarkt oder wie hieß es Neumarkt? Ja, ich glaube, das hieß Neumarkt. Wie wir da hingekommen waren, das war, wo wir ausgestiegen sind, das war die wir hätten auch weiterhin nehmen sollen. Also wir hätten einfach nur sitzen bleiben müssen, aber das stellen wir erst dann etwas später fest. Ich glaube, dass diese bestimmte Bahn hier nach Brechen hier schon die ganze Zeit steht irgendwie. Da oben seht ihr es. Da sitzen sogar schon Leute drin. Ne? Ja, ich steck einfach wieder ein.
Ist es? Doch, da sitzen schon Leute. Das ist wahrscheinlich, das ist garantiert die Bahn. Auf dem Wagen steht Frech Rudolfplatz und auf dem Wagen steht nur Frech. Ne, da steht noch drauf. Sind die nicht verkoppelt? Wir sind so richtige Idioten. So Leute, wir steigen jetzt ein. Ciao, ciao. Als wir dann endlich angekommen waren in Frechen und dann wieder zum Hotel zurücklatschen mussten, mussten wir aber alle dermaßen dringend alle mal für kleine Königstiger, dass wir uns erstmal irgendwo in die Büsche geschlagen haben. Da war Gott sei Dank ein bisschen Wald, könnte man sagen. Allerdings ist Magni uns dann abhanden gekommen, weil er so dermaßen tief in den Wald hineingelatscht ist, aber wir haben ihn dann noch wieder gefunden, als es geworden, so ernst war es eigentlich gar nicht, ich übertreibe schon wieder, aber das ist nicht so schlimm, schaut euch einfach selber an, viel Spaß. Das war Druck auf der Fahrplan. Magni, wir gehen hier lang. Wo geht denn da lang? Das ist ein Kilometer kürzer, du Pappnase. Magni, sind alle Let's Player so asozial, so, er verschwindet im Busch, so, oh mein Gott, wo ist Magni? Magni, krieg das mal einen halben Kilometer allein im Busch rein. Was sagen Sie dazu? Was ist los mit euch? Was sagen Sie dazu? Was erhoffen Sie sich von dem morgigen Tag? Also ich hoffe, dass es so geil wird und dass wir die Prestige Edition bekommen und ja, wir auf jeden Fall Call of Duty Ghosts anzocken werden. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, und ich denke, den Rest vom Tag, da lassen wir uns einfach überraschen und schauen, wo es uns so hintreibt. Das finde ich genauso. Vielen Dank für dieses Statement. Gut, ne? Also bis morgen, Leute. Wir sind raus. Bis dahin. Tschüssi. Ja, Leute, und damit will auch ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil von unseren beiden Teilen gefallen. Im nächsten Teil seht ihr dann alles Mögliche von der Gamescom, die Eindrücke, die wir gewinnen konnten, die paar Dinge, die wir filmen durften. Und in der nächsten Gamer-WG-Folge werden wir dann auch nochmal über ein paar einzelne Spiele davon sprechen. Oder wir machen einen Talkabout davon, das wissen wir noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir hatten riesen Spaß auf unserem Gamescom-Trip. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!